Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Endlich ist es an der Zeit, dass wir das Bein des Bionis verlassen. Zumindest höchstenteils Kaiserfeuchtgebiet. Gut, jetzt haben wir für beide einen Reisepunkt. Ich weiß nicht, ob das so nötig war, aber okay, das sieht ganz anders aus. Und die Musik, Halleluja, was ist mit der Musik los? Hört ihr das? Wow. Also, wenn das ein Sumpf sein soll, dann ist es der beste Sumpf-Theme, den ich bisher gehört habe. Neben Donkey Kong Country 2. Das ist echt erstaunlich, dass man heutzutage so einen guten Soundtrack findet. Hat immer mehr abgenommen irgendwie. Spiele mit einem richtig guten... guter Soundtrack, ja, aber so richtig atmosphärisch kommt einfach seltener vor. Und du, okay. Ja, ein typischer Sumpf. Bin schon gespannt auf den. I've never seen anywhere like this. You see? This is why I've been saying you need to get out of the lab every now and then. We're aiming to get inside the Bionis. We can get to the upper regions from there. Wow. I've never thought about going inside the Bionis. The closer we get to the top, the more monster trouble we're gonna run into. The only things I venture this far in are the Nopon merchants and curious types like me. You really know all the fun spots, eh, Dixon? You wanna get to the top? Then this is the only way. We'll push on, no matter what. That's the spirit, Shulk. Super. Okay, da bin ich mal gespannt. Dixon und Othorwin sind weiterhin dabei. Das überrascht mich allerdings. Wenn die jetzt ganz mitkommen, wäre das episch. Säuretäuscher. Zwei Gäste mitzuhaben, warum nicht? Vor allem für die Cutscenes ziemlich cool. Aber ja, kämpfen wir jetzt erstmal jetzt dadurch. Und wie gesagt, wenn Dunbin ein Level erreicht hat, werde ich auswechseln. Aber ich glaube, das ist erneut ein Hinweis darauf, Leute. I'm not overleveled. Oh, Zitronenstein. Ach, natürlich, wir haben jetzt ein neues Collecticon. 5 Zitronensteine. Na gut, wenn wir gleich eins finden. Zazadan. Was zum Teufel? Zazadan. Hört sich ein bisschen nach Nopon an. Die haben gerne zwei gleiche Buchstabennamen. Ich sagte Gerugu. Oder so. Aber ja. Wissen tue ich es nicht genau. Und, ja, komm. Erledigt den. Soll nicht so schwierig sein. Wow. Habe ich sogar getroffen. Super. Also, die Musik ist echt episch. Dum, dum, dum. Absolute Favo-Musik bisher. Also, der Touch gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr nice. Okay, wir haben ja auch neue Flamis, nämlich Satori-Flamis. Erledigen wir auch mal einen. Und merkt ihr was? Wir sind mittlerweile noch 6 Level unter mir. Das heißt, ich könnte durchaus Gegner treffen, die 5 Level nur unter mir sind. Und wenn ich die sehe, werde ich sie garantiert alle erledigen. Da müsst ihr euch dann drauf einstellen, weil wenn sie mir Erfahrung geben, dann verklopp ich sie. Das ist so und war schon immer so in RPGs. Sumpflami, da haben wir doch zum Beispiel einen. Level 23. Der gibt gute Erfahrung. Also erledigen wir ihn. Das ist jetzt gute Erfahrung, aber auf jeden Fall gibt er noch das normale Maß an Erfahrung, was man bekommen sollte. Wow, das war knapp. So, jetzt war ich wieder zu langsam, ja. War ich wieder zu langsam. Super. Wow. Wie der um sich tritt. Levelanstieg für Dunbin. Gut. Und das ist der Moment. Ich nehme an, dass er das überwetten Kratos ist. Er steigt noch weiter, aber nicht mehr ganz so sehr, wie wenn er nicht dabei wäre, glaube ich. Ja, Wayne ist auch mitgestiegen. Okay, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, aber ja. Machen wir das einfach jetzt mal so. Tun wir den in die Führung. Ich gucke mir noch kurz das Harmoniediagramm an. Da wird jetzt bei Dunbin noch nicht stehen. Relativ sicher. Wie schaut es beim Bein des Bionis aus? Ja,
da haben wir noch was vor, also Colony 6, da haben wir noch durchaus was vor uns, würde ich wie gesagt noch nicht sagen. Okay, immerhin ein grünes Gesicht zwischen Schalk und Charla, das ist gut. Und ich glaube, wenn die Stelle kommt, dann sage ich einfach nichts mehr, weil die ist so episch. Also, die Musik, das ist absolut geil. Oh ja, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Gut. Hier lang scheint es zu gehen. Das Einzige, was hier natürlich nachteilhaft ist, auch wenn es atmosphärisch sehr gut gemacht ist, ist der Nebel. Dadurch sehe ich nicht ganz so weit. Was zum Katze? Hatte ich nicht neulich eine gelbe Katze irgendwo? Also mit Katzen haben die es hier, glaube ich. Was meint das, ein ägyptisches Spiel? Oder so? Naja. Gut, immerhin, ich habe alles erkundet bisher. Das ist positiv. Also ja, ist ja schon... Also, so stelle ich mir halt einen Sumpf vor. Es ist nichts Außergewöhnliches. Aber dennoch, sehr geil designt. Wow. Cool! Level 23, das heißt, der gibt mir Erfahrung. Dann greifen wir den mal an, würde ich sagen. Hier, nimm diesen. Und wow! Der haut richtig drauf, aber tut dafür auch einstecken. Das gefällt mir, wenn jeder so eine mega Verteidigung haben. Frustriert das eh, aber wenn sie austeilen und noch einstecken, dann ist das gut. So und super. Nur irgendwie habe ich noch keine Angriffskette in letzter Zeit zustande gebracht, egal. Zerbrochene Klaue. Ja, war doch ganz gute Erfahrung. So. Dämmerungswürfel. Genau, ich guck mal, wie groß das Gebiet hier wahrscheinlich sein wird anhand des Collecticons. What the? Mama mia! Das ist ja größer als Kolonie 9! Ja gut, wobei, so viel größer als, das Bein des Bayonis ist es eigentlich gar nicht. Okay, habe ich vielleicht übertrieben, aber okay, das sah gerade ein bisschen krass aus irgendwie. Neuer Ort, Moor Lacus. Wow, wer will da schon wieder was von mir? Noch eine dicke... Eine Dickicht-Eule. Und ich sehe es jetzt, als wie Eule falsch geschrieben ist. Was zum Teufel? Das ist ja fast die Knick und Knick, die Klack aus Pokémon Schwarz und Weiß. Mann, Mann, Mann. Okay. Bam. Gut. Eule. Als Eule ist echt episch geschrieben, muss ich sagen. Es ist sowas von falsch, aber... ich find's einfach Hammer. Das sieht so lustig aus. So, jetzt muss ich mich richtig hinstellen, damit ich beide erwische. Bam! Super, ich habe beide erwischt. Und... Wow! Was habe ich denn jetzt für eine Errungenschaft bekommen? Muss auf jeden Fall eine ziemlich gute gewesen sein, wenn ich 500 EP dafür bekomme. Aber wenn man sieht, wie wenig 500 EP eigentlich sind, so viel aufgestinkt bin ich in Leiste nicht. Eulenschatzbeutel. Zerbrochene Klauen. Ja, zerbrochene Klauen kriege ich... Was? Ich hatte doch noch 100 Meter. Okay. Everyone, look. It's a group of Nopon. Ja, wie gesagt, das sind die einzigen, die sich hier vorwagen. Und Dixon. They must be here for a reason. Let's go and ask them. Good idea. Ach so, ja gut, das war ein, was? 1,3 Kilometer? Alles klar. Jetzt muss ich mich nur nochmal neu orientieren. Komme ich von da hinten? Also von links von mir? Ja, komme ich. Okay, gut. Das war jetzt einfach nur zur Orientierung. Neuer Reisepunkt, Lager der Nopon AG. Das ist gut. Dass hier ein Reisepunkt ist. Da kann ich dann immerhin zurück, um anzukaufen und zu verkaufen. Wieder eine Summkatze. Und ein fröhliches Fest. Okay, ich frage mich, was das sein soll. Und zwei Aufträge. Seit zum ersten Mal in Sumpf von Satori, hier immer neblig, ganzes Jahr durch und nachts sehr gefährlich. Besser nur tagsüber reisen. Lehrreiche Anekdoten folgt, gut zuhören. Wäre letztens was von Detox Unkor gefressen worden. Willst etwas nie mehr erleben. Ach so, das sind wahrscheinlich die NPCs, die mir jetzt die, ich sag mal, obligatorischen Monstermissionen und Herausforderungen hier geben, weil, ja, wie Dixon schon gesagt hat, das sind die einzigen, die sich hier vorwagen und
Ja gut, es könnte eine kleine Stadt im Sumpf geben, aber das zweifle ich einfach mal. Bitte, wenn ihr seht, schnell kaputt hauen. Ja, Monster Mission 1. Okay, nur Monster Mission 1, kein Teil 2 oder so. Gut zuhören, viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück. Hat er noch was? Ja. Kennt ihr Lichter von Satori? Tagsüber nicht zu sehen, nur nachts. Bäume leuchten warm und gemütlich. Ach ja, könntet ihr dick nicht Eulen aufmischen für mich, bitte. Hab mich letztens angegriffen, beim Aufschlag von Lagerbös. Hättest du mir das vorher gesagt? Ich hab vorhin 3 erledigt. Ah, so netter, bitte vorsichtig sein. Und, wart ihr schon in unwirtlichem Moor? Nebelroggen dort, so unheimlich. Ist tagaktiv, nachts nicht da. Leider Noppern auch tagaktiv, deshalb oft angegriffen von Roggen. Könnt ihr Roggel bitte verhauen? Ja, also da wir alle Monstermissionen von ihm kriegen, wird es wohl keinen anderen geben, dass sie nicht durchnummeriert sind. Beziehungsweise schon, aber nicht 1 Teil 1, sondern 1, 2, 3 gleich. Weil auch tagsüber sicher von Noppern. Offizierwolfen sind brutale Viecher, greifen manchmal sogar Noppernlager an. Zum Glück weiß Bokoko, wie man sie vertreibt. Wer ist Bokoko? Aber Bokoko schon so alt, sicher nicht leicht für ihn. Könnt ihr einen für uns verkloppen? Also ich glaube, mehr als 4 gibt's nicht. Ein Offizierwolf. Vielen Dank. So wird alter Bokoko nicht mehr so oft helfen müssen. Gut, ich nehme an, der gibt dir Herausforderungen. Oder vielleicht Materialmission, ich weiß nicht. Schrecklich, oh schrecklich. Freundin wurde entführt. Oh oh. Wenn jemand hilft, werden Dexen sie aufessen. Das hört sich nicht gut an. Oh, das könnte... Da können wir nicht einfach die Augen vor verschließen. Ja, da müssen wir etwas unternehmen. Kachas Forscherin weiß alles über Legenden von hier. Dexenvolk will sicher an Informationen kommen. Kacha wird wahrscheinlich nicht sofort gegessen. Trotzdem Angst. Oh, oh, das hört sich echt nicht gut an. Aber was können die Dexen denn herausfinden wollen? Wahrscheinlich diese Sache mit... Ach, Bokoko weiß nicht genau. Das macht nichts. Erklär es uns später. Okay, ich glaube, das ist ein ganz anderer Auftrag. Das müssen wir Kacha retten. Sie haben Kacha in Feste der Verbannung gebracht. Werdet ihr Kacha retten? Ich glaube, die Feste der Verbannung ist kein Ort, wo man hin möchte. Aber es gibt massig Belohnungen. Okay. So, vielen Dank. Feste von vorne angreifen ist gefährlich. Besser durch Hintertür reingehen. Ihr müsst Schlüssel für Hintertür finden. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir machen das schon. Wow. Also das ist ein ganz anderer Auftrag, als ich jetzt gedacht hatte, aber okay. Gut. Dann haben wir hier aber einen Laden. Schauen wir uns den einfach mal an. Ob es da irgendetwas Gutes gibt. Gewehr? Nee. Rame? Oh Gott. Was haben die denn da schon wieder? Das ist der Dunben. Okay. Seins ist sogar besser als das Mech und zwar um ein Vielfaches besser. Ja. Dann nehme ich doch mal eine Stahlkatana, auch wenn die ziemlich teuer war. Ach du Scheiße. So, ja, schwierig. Ja, dann bin dann natürlich... Okay, definitiv eine für Charla, eine für Wayne. Ich bin fast pleite! Alter, was zum Teufel? Das kann doch nicht sein. Und, ja, ich gebe es einfach auch mal an Schalk. Ach du Scheiße, ich bin fast pleite. Warum denn? Ich habe doch immer alles verkauft, was ich hatte. Nee, das lassen wir mal hier. Nee. Okay, das ist gut für Wayne. Gut. Das ist auch gut für... Schala und ich bin sowas von fast pleite und verdammt zum Glück nicht. Ja gut, für ihn wäre es gar nicht so schlecht, aber noch langs, ja gut, es wäre nur um 1, sehr gut. Der kriegt halt auch die Aqua Shorts, meinetwegen. Okay. Oh Gott, ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn ich noch mehr Teammitglieder habe, wie dann das Suchen hier wird. Okay, aber da geht mir das Ether vor allem bei Schaden zu runter. Gut, liegt am Juwel, glaube ich, aber... ja. Okay. Und... Das... Ich habe kein Geld für. Ich habe kein verdammtes Geld dafür, das gibt's doch nicht. Nein, okay. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Also, ich werde jetzt alles anprobieren, was ich habe, dann werde ich das verkaufen und... Ja, dann muss ich gucken, wie ich an Geld komme. Scheiße, damit ich hab jeden Auftrag gemacht, der bis hierhin möglich ist. Und ich habe trotzdem kein Geld. Was zum Teufel?
Gut, was? Zum Geier? Laufen wir jetzt Partner-Look-Wikinger-Style rum, oder? Was? Okay. Nun gut. Hier gab es, glaube ich, nichts bei der Rüstung, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, okay, also definitiv kriegt er das und sie kriegt definitiv das, genau. Der war okay. Und Schalk auch, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, die Aquashorts wollte ich ihm geben. Okay, das sieht irgendwie überhaupt nicht nach Aquashorts aus. Hätte ich mir eine Badehose vorgestellt, so wie unsere Schala eine hat, aber nee, so gar nicht. Okay, wisst ihr was? Die Schuhe gefallen mir, die gebe ich ihm. Sowas, ein Hausschlappen. Gut, dann gucken wir mal durch. Damit kann überhaupt nichts ausrüsten und genauso kein anderer. Super. Ja, dann verkaufe ich jetzt. Und ja, dann danke ich euch allen für die Aufmerksamkeit, die ihr mir in diesem Part von Xenoblade Chronicle... Okay, die... Ach so, scheiße. Stopp. Die Stahlkantana wollte ich dann mit noch ausrüsten. Wie gesagt, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, die ihr mir in diesem Part geschenkt habt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Falls nicht, Daumen runter. Ich werde jetzt noch nach etwas gucken, was ich ihm hier ausrüsten kann. Physische Abwehr, ist gar nicht schlecht. Elektroschaden. Technikheilung. Oh, es sind so viele gute Sachen hier. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich gebe mir maximale KP. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Investition. Ja. Yeah. Okay. Ich verkaufe jetzt noch alles, was ich habe. Also die Kantana von Dixon, die lasse ich mal noch da für den Fall der Fälle. Aber ja, wie gesagt, nächsten Mal. Was? Gar das Gewehr. Okay. Der und super, die alte Melchermacht kann verkauft werden, oder wie? Okay. Aber. Moment. Warum? Stopp! Warum habe ich das Gewehr nicht ausgerüstet? Okay, der Part wird jetzt etwas länger, aber ich sehe gerade, das Gewehr ist scheiße gut und ich habe es nicht ausgerüstet. Ja gut, weil die Juwelen weggehen, aber die kann ich wieder ausrüsten. Die habe ich nämlich 3 zur Verfügung. Dann nehmen wir mal... Genau, Ether... Abwehr, oder? So, dann geben wir ihr... Nee, minimaler Angriff, ich weiß nicht. Physische Abwehr. Ja, okay, ein bisschen Stärke kann sie auch haben. Und, dann noch... Physische Abwehr, ich weiß nicht. Ätherabwehr. Technikheilung. Ja, ich gebe doch ein bisschen Technikheilung. Okay, gut. Dann sind wir jetzt aber wirklich durch und ich verkaufe jetzt endgültig alles, was ich hier habe, noch... an Extras und ja, wie gesagt, nächstes Mal dann mehr Action hier im Sumpf von Satori, der mir bisher ausgezeichnet gefällt. Da werden wir noch einige coole Sachen erleben. Und was die Technikbücher angeht, ich werde das erstmal so sein lassen, wie es ist. Und werde dann hier später mich zurückteleportieren, wenn ich mit dem Sumpf von Satori durch bin und gucken, ob ich dann alle kaufen kann. Wie sieht's hier aus? 3 von 4, okay. Dann habe ich ja noch Platz. 2, ja, kein Problem. Okay, hier wird schon wieder etwas enger. Ich verkaufe hier mal ein bisschen was, damit ich da keine allzu großen Probleme habe. Einfach eine Seite frei. Ja, bis zum nächsten Mal.